Hallo, mein Name ist Martin Führer. Ich bin als CEO für die gesamte Holmer Firmengruppe verantwortlich und ich freue mich, Ihnen Holmer näher vorstellen zu dürfen. Vor 50 Jahren entstand Holmer aus einer kleinen Torfschmiede. Alfons Holmer, der Gründer, entwickelte und setzte den ersten selbstfahrenden Rübenroder erfolgreich auf dem Feld ein. In der Holmer Familie verfolgen wir stets das Ziel, unseren Kunden zuverlässige Lösungen zu bieten und langfristige Partnerschaften zu pflegen. Unser Fokus liegt auf allen Aspekten der Zuckerrübenernte, vom Rübenroder über Rübenreiniger bis hin zu Verlademaschinen und Feldlogistik. In diesem Bereich insbesondere Gülletrucks. Unsere Kunden wählen Holmer Maschinen nicht nur wegen der herausragenden Zuverlässigkeit, die unsere Produkte bieten, sondern auch wegen der soliden und vertrauensvollen Partnerschaft. Wir verstehen, dass die Investition in unsere Maschine weit über den Kauf hinausgeht. Sie ist der Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit. Wir legen großen Wert auf kontinuierliches Lernen, um stets die besten Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Wir sehen großes Potenzial in der Digitalisierung, vor allem im Bereich der künstlichen Intelligenz, welche die Arbeit der Fahrer unterstützt und die Qualität der Rübenernte weiter verbessern wird. Es freut mich besonders, dass unsere Rübenroder auf dem tschechischen Markt so erfolgreich sind. Als führender Anbieter im Bereich der Rübenroder verzeichnen wir dort auch steigende Nachfrage nach unseren Gülletrucks. Diese positive Entwicklung macht den tschechischen Markt für uns besonders bedeutend. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um ihnen die neuesten Geräte und Innovationen schon im Prototypstadium zur Verfügung zu stellen. Somit sammeln wir gemeinsam Erfahrung und optimieren unsere Lösungen für eine noch bessere Anwendung.